Hallöchen und willkommen zurück bei einer weiteren Folge World of Tanks. Ja, wie ihr schon am Titel gelesen habt, nenne ich das ganze Hochboot kommt vor dem Fall. Ich war ja zusammen im Zug mit meinen klaren Kollegen, einmal Tiger Panzer 04 und einmal KBBL Dark Master Wolf. Zählergefecht IS-7, extrem seltener Gast. Generell, ich feiere schon sehr, sehr wenig 10er Panzer und den IS-7. Ich glaube, zuletzt vor einem halben Jahr habe ich das Ding mal rausgeholt. Das ganze Video ist jetzt hier, das Replay ist jetzt, glaube ich, auch, ja doch, 2 Wochen alt. Und unsere Hauptakteure oder Hauptgegenspieler sind die drei Objekts. Objekte? Die drei Objekte, 277. Die eigentlich für meinen Begriff ein bisschen zu aggressiv waren. Ja, Dark Master auch im Objekt 277 und Tiger Panzer 04 im Kampfpanzerwagen. Ja, Kampfpanzerwagen 7, deutscher Heavy. Ja, und zuerst fahren wir erstmal auf unsere, sag ich mal, Position, auf unsere Stammposition, wenn man es so will, so nennen möchte. KBBL kommt da relativ gut durch. Und was denn schon mal auffällt, Objekt Nummer 1, Objekt Nummer 2 und auch Objekt Nummer 3 ist da. Komplett aggressiv, zu aggressiv für meinen Geschmack. Die drei Kollegen werden sich da wahrscheinlich gedacht haben, wir sind jetzt hier im Zug, wir sprechen das Ganze ab. Jetzt kann man auch hier aggressiv dagegen fahren, quasi die Heavys abfangen. Das ist so mein Verständnis, was sich da vielleicht bei gedacht haben. Zudem fahren die Kollegen komplett unbedacht raus, unbedacht auf ihre Kampfposition. Jetzt für die auch der Nachteil. Tiger Panzer ist jetzt noch mit dabei. Jetzt müssen sie ihre Fahrzeuge quasi eindrehen, um zu schützen. Na, blöd in die Seite getroffen. Viel zu aggressiv, viel zu hochmütig für meinen Begriff. Ich verstehe es nicht, ich muss es echt nicht verstehen. Im Endeffekt jetzt drei, ja, die drei Top-Tier-Heavies. Im Endeffekt alle Top-Tier-Heavies mit dieser Aktion komplett vernichtet. Ich habe keine Ahnung, was ich dabei gedacht habe. Extrem hochmütig und so tiefer war der Fall nachher. Wir haben ja knapp 1000 Schaden gemacht, dummerweise so ein bisschen abgeprallt. Ja, auch im Endeffekt meine Position jetzt, die war auch nicht unbedingt ganz intelligent gewählt. Dem Waffenträger und den E-75 da direkt vor die Klüfte gefahren. Ein bisschen Unterstützungsschaden gesammelt. Dass der T-30 da treffen konnte, das war ein bisschen ärgerlich. Nur noch 130 AP. Ja, einen Kollegen da den E75 klaut. Sollte man nicht machen unter Kollegen, aber mein Gott. Es war halt so ein verlockendes Ziel. Ja, und wir können ja ganz in Ruhe durchdrücken, weil ja die 3277 sich da am Anfang weggeschmissen haben. Oh, Telefon. Deswegen kann man jetzt hier in Ruhe vorfahren. Ich kann es immer noch nicht nachvollziehen, was sich da die Herrschaften gedacht haben. Aber hey, umso schöner für uns. Wir haben jetzt hier knapp 2-2 Schaden, 2-2 unterstützt, 1-3 geblockt, 3 Kills. Da auf den Gleisen ein bisschen blöd rausgefahren, das gebe ich offen und ehrlich zu. Einmal den Borsig vor die Knifte gefahren, dann den E75 im Endeffekt stehen geblieben. Dann nochmal den T30 vors Rohr gefahren, wobei wie der treffen konnte.
War jetzt ein bisschen komisch. Wahrscheinlich wieder irgendeine Ecke rausgeguckt. Bin ja mal schauen. Ja, da unten ist ein riesen Pissloch drin. Ihr seht hier unten zwei Löcher. Ich denke mal, das Loch kam vom T30. Aber mein Gott, wir sind gut durchgekommen. Spiel wirklich ganz solide gewonnen. Und Hauptaugenmerk war ja im Endeffekt der Angriff von den drei Herrschaften. Warum, weshalb, wieso, verstehe ich nicht. Werde ich auch nie verstehen, warum sie den Angriff so gefahren haben. Aber ich wollte es euch mal zeigen, nur weil ihr halt im Zug seid und vielleicht dreimal denselben Panzer habt, geht nicht so übermütig ran, sondern lasst es ganz ruhig angehen. Im Endeffekt, die werden sich irgendwie was gedacht haben, irgendwas abgesprochen haben, was nicht funktioniert hat. Wir drei waren so ein bisschen überrascht von den Objekte. Haben uns aber im Endeffekt auch abgesprochen, wer auf wen schießt, wie man den jetzt rausnimmt. Und es hat wesentlich besser funktioniert als dieser fulminante Angriff, der im Desaster geendet hat. Ja, und hier haben wir nochmal das Ergebnis. War eine erste Klasse in Speer, Hand Gottes, Schläger, Dueland, Gratismedaille, 7x Klopapier, 80.000 Euro und knapp 5.000 Sterne. Vom Schaden auf der 4, da war der Kollege im Kampfpanzerwagen 7 wesentlich besser. Von der P auf der 1. Ansonsten 9 Schuss, 9 getroffen, 7 durchgegangen. 2,7 Schaden selbst gemacht, 2,5, knapp 2,6 unterstützt. Und 44.000 sind noch übrig geblieben. Ja, die Objekte. Ihr seht es, war nicht so ganz so gut. Man sollte sowas vielleicht unterlassen. Sich im Endeffekt auf eine Position begeben, wo man keinen Rückzugspunkt hat. Der eine Angriff von uns kam von der rechten Seite, der andere von der linken Seite, somit waren sie in der Zangposition, konnten nicht mehr ausbrechen, konnten nicht mehr ausweichen und somit war deren Tod unvermeidlich. Muss einfach bestraft werden, sowas. Ja, soviel dazu. Wir belassen es auch bei der einen Runde. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da oder ein Däumchen. Ansonsten bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen, sagt tschüss, bis zum nächsten Mal.